Hey Leute, willkommen zurück zu Striving for Light. Wir sind jetzt schon mal ganz gut gerüstet mit Nahkampfkonstrukten. Ich bin mal gespannt, wie lange ich diesmal überleben werde. Und wenn wir die schon haben, dann werde ich vielleicht direkt am Anfang schon mal hier... Es geht mal wieder nicht. Doch jetzt. Komisch, ich hatte da gerade drauf geklickt, hat er nicht genommen. Okay. Enemy Damage plus one. Ja, nee, also 3 Bonus XP, 30% ist halt schon... Nett, ne? Aber ich weiß nicht. Ich hätte gerne andere Modifier, danke. 40% mehr Leben. Aber dafür Bonus, XP-Bonus 40%. Da haue ich mal ein so ein Ding rein. Dann haben wir 48% Bonus XP. Die haben dann aber auch schon 50%, über 50% mehr Leben. Aber das sollte eigentlich... Das sollte eigentlich machbar sein. Gut, und ich würde gerne mal ein bisschen weiter wiederkommen. Und nicht immer gleich hops gehen. Und dann auch Level 60 zu, über Level 60 zu kommen und dann den nächsten Schwierigkeitsgrad freizuschalten. Das wäre echt mal ganz nett. Das Blöde ist jetzt halt nur so ein bisschen, es wird halt wieder etwas dauern. Weil so schnell ist das jetzt, geht das jetzt auch nicht. Und ich will halt auch nicht die Videos eine Stunde lang machen. Das wäre dann sowieso ein bisschen zu viel des Guten. Diese halbe Stunde ist, finde ich, eigentlich auch schon zu lang. Aber irgendwie müssen wir ja auch vorwärts kommen. So. Ach ja, wie ich hasse dieses Vieh. Ich hasse dieses Vieh, das gibt es nicht. Das mit den Konstrukten ist an der Stelle echt ein bisschen blöd. Ach komm schon. Ey, ganz ehrlich. Na gut, ist so jetzt doch schon umgefallen. Ich wollte es jetzt erst ignorieren, weil ich dachte mir so, bei 2 Herzen, nee. Will ich mir das da jetzt erstmal gar nicht mehr antun. Ich brauche halt wirklich Increased Area of Effect für die Dinger hier. So 30-60% mehr, das wäre schon ordentlich. Da können wir runter, aber gut, das heben wir uns dann halt auch wieder für den Schluss auf. Na komm schon. Die müssen einfach auch mehr Damage machen. Größere Reichweite haben, mehr Damage machen. Und dann wäre das alles schon sehr viel einfacher. Gerade ist es ein bisschen schwierig. Weil die Reichweite von den Teilen ist halt auch ziemlich... bescheiden, standardmäßig. Ich weiß jetzt auch nicht, wurde die mal irgendwie reduziert? Es kommt mir vor, als ob die schon mal mehr Reichweite hatten, standardmäßig. Aber vielleicht irre ich mich da auch nur. Das ist ja auch schon wieder eine ganze Zeit her, seit ich die Mini-Konstrukte zuletzt benutzt habe. Na komm schon. Gut, ich denke mal, wir können die alle so problemlos erstmal wegräumen. Wenn wir das gemacht haben, werde ich erstmal ein paar Skillpunkte wieder verteilen und dann die anderen Sachen hier noch machen. Jetzt haben wir auch schon wieder 36 Leid. Da haben wir den Typen, der kommt, glaube ich, dann erst zum Schluss dran. Und ein paar Herzen liegen da ja auch schon. Ach, ganz ehrlich, ich gucke jetzt schon, weil wir haben jetzt auch schon wieder 4 Skillpunkte. Ich muss halt mehr Damage machen. 4,4 Regeneration haben wir. 5 kostet einen Angriff. Ja, das ist halt schon wieder...
Ich bräuchte halt mehr Regeneration. Die Frage ist, wir hätten hier einen, den könnten wir theoretisch hier so dran setzen. Mache ich jetzt auch einfach. Gut, dann haben wir schon mehr Regeneration. Dann haben wir 5,4 und 5. Das wird dann auch nicht hundertprozentig passen, wenn wir dann irgendwie nochmal Double Hit mit reinnehmen. Ist natürlich jetzt auch schon die Frage. Oder ich nehme jetzt erstmal, ich habe ja sowieso von Increased Area of Effect hier eine Menge. Dann würde ich, oh, mehr Damage. Okay, das wäre natürlich auch noch interessant. Andererseits hätten wir, könnten wir nochmal hier so ein Ding hinsetzen. Gut, das ist jetzt kein Problem. Aber hey, so kann man es dann auch mehr oder weniger machen, auch wenn ich da jetzt nicht hin muss. Das ist ein bisschen blöd, aber das können wir dann auch noch mitnehmen. Und den letzten Punkt packe ich hier jetzt nochmal in Double Hit rein. Und dann nächstes Mal werden wir hier noch den Midi-Schaden erhöhen. Jetzt haben wir zumindest vielleicht mal ein bisschen, also allzu viel. Sich die Reichweite jetzt aber auch nicht erhöht. So, dann nehmen wir, wie gesagt, erstmal hier mehr Schaden mit. Da oben hätten wir dann auch nochmal Double Hit. Was ich mich gerade frage, aber ich kann doch hier für doch auch den, oder geht das nicht mehr, dass ich dafür die Reichweite, damit er mit dem Radius die Reichweite auch erhöhe? Das kommt mir halt momentan echt so vor. Oder das kommt, sieht halt nicht nach so viel aus, weil standardmäßig die Reichweite nicht allzu viel ist. Und selbst wenn da 60% dann drauf kommen, macht sich das dann halt auch nicht so bemerkbar. Gut, und dann vielleicht mal gucken, dass wir bald auch mal ein Herz mitnehmen. Oder so ein oder zwei. Jetzt kann ich mir das noch erlauben, hier mit nur vier Herzen rumzulaufen. Alles klein, kein Problem, nicht klein Problem. Ja, und selbst wenn du mir hier ein bisschen Schaden machst, das ist ja alles Pillepalle soweit. Alles kein Problem. Gut, dann können wir auf jeden Fall, ich gehe mal davon aus, dass hier links nicht mehr so wirklich viel ist. Da haben wir noch einen Gegner, aber ansonsten hier dürfte eigentlich dann, ja, mal wieder nichts sein. Alles klar. So, dann machen wir erst das da unten und dann den Opa. Dann können wir direkt zum Boss. Ja, das sieht doch jetzt vom Schaden schon, wird im Moment sehr viel besser aus. Dass diese Konstrukte dann halt einmal treffen mit Double Hit und Gegner sind tot. Das war jetzt echt ein bisschen fies. Gut, das war's dann auch. Clash of Steel, Life Leech. Increases your Life Leech from defeated enemies. 170 Kills. Gut, den Skill kann ich dann halt auch wieder bei ihr freischalten. Könnte ich vielleicht mal machen. Aber die ist 1 von 170 Kills. Was heißt das? Muss ich 170 Gegner töten, damit ich um ein Herz geheilt werde? Oder wie darf ich das verstehen? Ich nehme mal Life Leech mit. Hatte ich bisher noch nie.
ist, glaube ich, auch neu und nicht mit Perwoll gewaschen. Ansonsten... Ja. Ansonsten. Das ist jetzt auch alles nicht so der Knaller hier gerade. Explosive Hit wäre natürlich auch nicht verkehrt, kostet aber halt auch wieder. Aber wir müssen dann sowieso eigentlich, hatte ich ja auch letztes Mal von geredet, hier so lang gehen. Das wäre halt schon super. Dann, Moment, können wir das direkt mitnehmen? Und wenn ja, es dauert halt ein bisschen, bis ich die Teile da hinsetze. Ist halt die Frage, ob das jetzt erstmal besser ist oder nicht. Double Hit und Explosive Hit. Ich glaube, das sollte eigentlich auch ganz gut funktionieren. Und ich glaube, hier gerade auch mit den Konstrukten brauche ich gar nicht so viel Attack Speed. Das müsste halt so auch... Ich kann ja trotzdem relativ fix da Konstrukte hinsetzen. Die bleiben ja auch ein paar Sekunden stehen. Deswegen mal gucken. Ich lasse das jetzt erstmal aktiv. So, gut. Ich klicke dich immer an, ich weiß. Dann hätten wir auch das und... Dann schnappen wir uns hier noch das Herz. Laufen dann zum Boss und haben jetzt schon 40 Leid. Ist auch so ein bisschen so die Frage. Bei der... In der Stadt kann man ja auch neue Skills freischalten. Aber ich bekomme ja nicht automatisch neue Skills, wenn ich da 10 Light ausgebe. Das ist ja dann auch wieder random, oder nicht? Und ich habe ja zuletzt da auch relativ oft irgendeinen Blödsinn bekommen. Jo, easy. Alles klar, das ist jetzt... Speer nehme ich jetzt mal nicht. Wobei, auf der anderen Seite ist das eigentlich... Mal gucken, so 14, 18, das macht mehr, das braucht dann aber auch weniger. Dafür hat der Speer mehr Attack Speed, was wir jetzt nicht brauchen. Nee, ich bleib dann doch hier beim Greatsword. Und... Ich bräuchte halt irgendwas, um das hier vielleicht umzuwandeln, oder? Ich nehme das einfach mit, ganz ehrlich. Bevor ich mich dann jetzt noch weiter rumärgere... Nee, ich mach das erstmal anders. Ich nehme jetzt hier nochmal ein Herz mit. Dann hatten wir ja noch einen Punkt. Dann warte ich jetzt trotzdem erstmal noch. Dann gehen wir ganz kurz zurück. Und erstmal zu ihm hier. Waffen können wir removen. Und es bringt nichts. Gamblen können wir auch wieder. Die Frage ist halt... Na gut, ich würde das halt auch nur benutzen, wenn ich wirklich so Sachen habe, wo ich dann über 50 Teile von habe oder 50 Exemplare, um das dann zu benutzen. Wir können zum Beispiel das hier nehmen. Ich glaube, das brauche ich auch gar nicht so oft. Yay. Hallo? Einmal bitte einsammeln. Meteor Blow. Ist jetzt nicht so der Knaller. Die Axt macht halt nicht so viel Schaden. Dafür hätten wir dann Bleed, was jetzt aber auch nicht so der Wahnsinn ist. Ansonsten, hier diese ganzen anderen Sachen. Transform, Map Transform würde ich erstmal so behalten. Reroll, Single Map Modifier würde ich auch behalten. Ganz ehrlich, dann nehmen wir das hier nochmal. Ja gut, Shard Augmentation. Kann man die noch entfernen? Dann gehe ich jetzt doch mal hier zu dir. Good, this is enough. Fischer. Den hatte ich, glaube ich, auch noch nicht, oder? Chicken Companion haben wir. Das könnte halt auch mal ganz interessant sein, aber jetzt würde ich das, glaube ich... Aber ich könnte das ja eigentlich schon benutzen, oder? Also,
Das Konstrukte können das auch auslösen, oder? Ich gebe dir jetzt hier einfach noch mehr. So, was haben wir hier? Projectile Shield haben wir noch nicht. Dann passt das ja auch. Wunderbar. Diese ganzen anderen Sachen, Chicken Companion. Nehmen wir das und dann machen wir das Ganze nochmal. Was haben wir jetzt hier? Life Leech. Exploding Projectile, Charge. Nehmen wir Life Leech. Und die Elf Light möchte ich dann erstmal noch behalten. So, was den Rest angeht, passt das erstmal soweit. Dann würde es ja sich schon irgendwie anbieten, mal den Skill auszuprobieren. Aber dafür brauche ich dann halt auch wieder Regeneration und ist halt auch so eine Frage. Mehr Damage hätten wir hier noch. Wäre halt... Ja, ich komme. Ich nehme erstmal noch mehr Damage. Dann machen wir das so. Gut. Nächste Karte. Frozen Plains. Ja, super. Super Karte. 40% Bonus XP. So, verstärken wir einmal. Dann haben wir 48%. Und der Rest sieht ganz okay aus. Die haben dann halt über 50% mehr Leben. Aber das ist halt alles noch... Okay. Muss halt nur wieder ein bisschen aufpassen, was die Projektile angeht. Ja. Oder dass ich dann angecharged werde. Ach, und ich laufe da auch noch rein. Ja, super. Alles super. Gut, manchmal ist es schwer zu sehen. Manchmal stelle ich mich aber auch einfach zu blöd an. Es sind aber auch echt eine Menge Traps wieder. Es ist doch ein bisschen lahm, was hier Konstrukte angeht. Könnte ein bisschen schneller sein. Ja, gut, dann machen wir das hier schon direkt. Warum denn nicht? Level 20. Swirl, Increased Projectile Damage. Sowas oder Melee Damage wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ah, das würde ich beides sogar nehmen, aber ich nehme jetzt einfach mal Melee Damage, weil wir das vielleicht hier in dem Rang noch gebrauchen können. Mal gucken. So, dann haben wir das schon mal. Boah. So, dann sollte es doch eigentlich auch kein Problem sein, hier irgendwo vielleicht noch mal ein Herz abzugreifen. Ich brauche halt echt noch wieder ein bisschen mehr Regeneration. Gut, dann könnten wir jetzt vielleicht mal kurz gucken, jetzt wo wir wieder so einen Chart haben, dass ich vielleicht das hier mal umwandle und wir kriegen Condition Damage. Ja, das ist awesome. Avisome ist das. Okay, Double Damage haben wir da oben noch.
Dann müsste ich halt das mitnehmen. Das erhöht dann auch wieder die Kosten. Ist jetzt erstmal nicht so eine Option. Ansonsten hier runter, um da Ausdauerregeneration zu kriegen, ist halt auch keine Option. Ja, okay. Ich könnte natürlich noch weiter sammeln und hier vielleicht erstmal Dodge Regen nehmen. Das ist halt alles nicht so wirklich, oder nee, ich mach das hier oben, komm. Dann haben wir da auch noch mal und das hier und Movement Speed. Dann gehen wir erstmal da oben lang. Das, ja gut, ist halt auch ein bisschen blöd mit, das ist halt für was für Projectiles ist, aber ist halt, das ist noch besser als wirklich Condition Damage. Ach Mann, das ist... Ich schätze die auch immer falsch ein, so ein bisschen. So, dann hätten wir hier, glaube ich, wirklich schon alles. Das kann ich noch kaputt machen, aber das war es dann auch. Mehr gibt es dann hier auch nicht mehr so wirklich. Und jetzt würde ich eher sagen, wir gehen einfach direkt zum Boss. So. Da war auch jetzt irgendwas für ein Blacksmith mit dem Eisfokus hier. Ich finde das alles ein bisschen komisch. Also ich habe jetzt hier einen Eisfokus gefunden und kann den dann beim Blacksmith freischalten. Aber ich kann den doch sowieso hier wieder finden oder nicht. Ich muss den doch nicht erst freischalten. Oder sehe ich da irgendwas... Irgendwas ist da komisch. Okay, dann haben wir das. Dann holen wir uns hier noch Ausdauerregeneration. Dann haben wir jetzt auch 7,4. Kosten von 9. Okay, das ist echt schon ein bisschen... Da hängen wir ganz schön hinterher, was das angeht. Aber das hier jetzt einfach zu deaktivieren, wäre das eine Option? Könnte man eventuell machen. Aber wir kommen ja so eigentlich auch ganz gut klar. Ja, dann machen wir hier mit nächstes Mal mit der nächsten Karte weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.